Der Neonsalmler, Parascharodon inesi, um den soll es heute gehen. Genauer gesagt, um die Vermehrung des Neonsalmlers soll es heute gehen. Damit erstmal hallo zu diesem Video, quasi Teil 1 zur Vermehrung des Neonsalmlers. Mal schauen, wie viele Teile es am Ende werden werden. Ich denke mal 2, eventuell sogar 3. Das müssen wir mal schauen, wie sich das ganze Projekt entwickelt. Ich hatte in der Vergangenheit schon den Neonsalmler des Öfteren nachgezogen. In der Vergangenheit hatte ich immer wieder kleinere, sehr, sehr gut eingelaufene Becken verwendet. Das waren diese typischen 30-20-20 Becken mit 12 Liter Volumen. Die Becken standen schon Ewigkeiten oder waren Ewigkeiten am Laufen mit Mattenfilter und extrem viel Javamoos als Laichsubstrat. Und ich bin dann in den letzten Wochen auf eine Anleitung gestoßen, die mich eigentlich ziemlich neugierig gemacht hat, die mich dann auch dazu bewogen hat, diesen Versuch einfach mal zu starten. Und alles, was es dafür benötigt für diesen Versuch, wäre eine Kunststoffbox und etwas Kokosfaser. Kokosfaser kennt man zum Beispiel aus der Zucht von Kilifischen als Laichsubstrat. Warum sollte das nicht auch für Salmler funktionieren? Ja, zur Kunststoffbox. Ich kann die Box eigentlich quasi nur empfehlen. Die gibt es in einem schwedischen Möbelhaus zu kaufen für unter 1 Euro. Gibt es auch noch einen Deckel dazu für 50 Cent Aufpreis oder was? Keine Ahnung. Die Teile sind absolut in Ordnung, geben nichts ans Wasser ab. Da habe ich langjährige Erfahrungen mit gesammelt und die sind definitiv durchweg positiv, sei es Corydoras Aufzucht, sei es Medaka Aufzucht, das hat alles schon in diesen Boxen wunderbar funktioniert. Ja, deswegen kommt auch diese Box hier wieder zum Einsatz und wie das Ganze dann am Ende aussehen soll oder funktionieren soll, das zeige ich euch jetzt. Ja, das wäre unterm Strich schon der komplette Zuchtaufbau für die Neonsalmler. Sieht unterm Strich ziemlich minimalistisch aus, muss man zugeben, ist es auch. Und wenn das Ganze am Ende so funktioniert, wie ich mir das Ganze vorstelle, wäre es definitiv eine denkbar einfache Variante, wie man den Neonsalmler nachzüchten kann. Jede Box ist besetzt mit jeweils einem Pärchen der Neonsalmler und jede Box hat identische Wasserwerte. Hier bin ich bei einer GH von um die 6, bei einem pH-Wert von 6,2 bis 6,4 circa und einem Mikrosiemens-Wert von um die 120. Als Laichsubstrat ist eben in jedem Becken etwas Kokoswasser eingebracht, wie man hier hoffentlich auch ganz gut sehen kann. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So auf jeden Fall, dass noch genügend Freiraum für die Tiere da ist, um sich auch entsprechend bewegen zu können. Ja, bei der Kokosfaser muss ich dazu sagen, die ist extrem leicht. Das hätte ich mir auch vorher schon denken können, dass die wahrscheinlich oben schwimmt. Hat sie dann auch getan. Ich habe das Ganze ein bisschen beschwert mit einem Stückchen Lavastein, damit es auch wirklich unten bleibt. Also wenn ihr diesen Versuch gerne wiederholen möchtet oder selbst ausprobieren möchtet, kann ich euch nur empfehlen, legt die Kokosfaser vorher mal ein bisschen in Wasser, wässert sie einfach mal über Nacht durch, dann sollte sie auf jeden Fall so vollgesaugt sein, dass sie auch entsprechend unten bleibt. Ich habe mich an der Stelle jetzt für Lava entschieden, um sie einfach unten zu halten, da Lava das Wasser nicht beeinflusst. Ich habe mir jetzt für dieses Projekt eine Zeit gesetzt von 3 Tagen. Das, denke ich, ist okay für die Tiere. Also 3 Tage werden jetzt die Neons auf jeden Fall in diesen Boxen verbringen. In der Zeit wird nicht gefüttert. In der Zeit wird auch kein Wasserwechsel gemacht. Und ja, auf eine Filterung verzichte ich, denn auch in der Natur ist es so, da laichen die Neons ganz gerne in strömungsärmeren bis stehenden Gewässerabschnitten. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass sie da viel Strömung haben möchten. Ganz im Gegenteil, je ruhiger das Wasser, umso animierter sind die Tiere auch, was die Fortpflanzung angeht. Die Eiablage bei den Neonsalmler passiert in den Morgenstunden, quasi mit dem ersten Licht. Deswegen ist es extrem wichtig, dass die Becken oder die Boxen abgedunkelt werden.
Hier werde ich auf jeden Fall noch Plexiglas drüber ziehen und das dann mit Matten oder mit Handtüchern entsprechend noch so auskleiden, dass gerade morgens lediglich über diese kleinen Fronten hier vorne ein bisschen Licht hereinscheinen kann. Ja, der Umstand, dass die Eiablage eben in den ersten Morgenstunden passiert, quasi mit der ersten Helligkeit, wird mir leider zunichte machen, dass ich davon Aufnahmen machen kann. Das liegt einfach daran, ich mache momentan noch sämtliche Aufnahmen mit dem Handy. Und ja, bei Android ist es leider so, dass sich die Videoaufnahmen nach 59 Minuten und 59 Sekunden von alleine abschalten. Und ja, da habt bitte Verständnis für, dass ich dann nicht bis quasi morgens um 4 wach bleiben kann, um dann die Aufnahmen zu starten, in der Hoffnung, dass wir das Ganze dann doch noch irgendwie auf die Kamera bekommen. Das kann ich leider im Moment nicht bewerkstelligen. Das funktioniert leider nicht. Aber da werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachsteuern, was die Technik angeht. Da wäre vielleicht mal noch so eine kleine GoPro oder irgendwas in der Richtung angebracht, um da solche Sachen eben auch möglichst gut vor die Linse zu bekommen. Ja, das zu diesem einfachen und simplen Aufbau zur Nachzucht des Neonsammlers und für mich absolut spannend, ob es am Ende funktionieren wird oder nicht. Die Zuchtanleitung oder der Zuchtbericht war auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend und hier bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ob es am Ende ein Erfolg wird oder eben nicht. Wäre natürlich super, super einfach, diese Variante, sich den Neonsammler so ein bisschen selber zu erhalten, wenn man von den Tieren einen Schwarm hat. Ich denke mal, diesen Aufbau bekommt jeder irgendwie umgesetzt. Und wie das ganze Projekt weitergeht, darüber halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Vielleicht ja morgen früh schon die erste Überraschung, dass die ersten Eier zu finden sind. Wir werden sehen. Okay, das soll es dann auch gewesen sein an der Stelle. Ich danke euch fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neugierig geworden seid, wie es auf meinem Kanal weitergeht, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Danke fürs Zusehen nochmal und bis bald. Tschüss.